Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich habe nächste Woche frei nehmen müssen, könnte man sagen. Also Zwangsurlaub bekommen. Nicht, weil ich irgendwie Mist gebaut habe, sondern weil ich zu viele Urlaubstage habe. Und die müssen weg. Und jetzt passt es gerade nächste Woche. Und demzufolge hatte ich keine Zeit, beziehungsweise wusste nicht, dass ich irgendwas hätte vorbereiten sollen, können. Und demzufolge gibt es eine spontane kleine Tour. Und da ich schon seit gefühlten 10 Jahren, kommt ungefähr hin, den Westweg laufen möchte, wem das kein Begriff ist, das ist der Schwarzwald-Höhenweg, der von Nord nach Süd quasi quer, längs über den Schwarzwald verläuft und von Pforzheim nach Basel und 273 Kilometer, ungefähr. Kilometerangabe bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ist normalerweise in 11 bis 12 Tagesetappen zu laufen. Ich bin zuversichtlich, dass ich zumindest keine 12 brauchen werde und laufe das Ding jetzt natürlich nicht auf einmal. Ich habe 3 bis 4 Tage Zeit, 3 Tage auf jeden Fall, 4, wenn ich Lust habe. Und ja, das mache ich. Und werde versuchen, das so ein bisschen als Schwarzwald-Erklärtour auch zu machen, dass ich euch in den entsprechenden Orten, wo ich durchkomme, vielleicht ein kleines bisschen was zum Ort erzähle, ein paar Worte zur Geografie vom Schwarzwald verliere, hier und da vielleicht noch ein bisschen Waldgeschichte einfließen lasse, auch wenn das dann ein bisschen was vorwegnimmt, was ich in meinem nächsten Waldgeschichte-Video, was in Vorbereitung ist, erzählen werde und ja, und so weiter. Also auf jeden Fall habe ich geplant, mehr zu machen, als einfach nur rumzulaufen und mich beim Rumlaufen zu filmen. Nicht, dass das irgendwie schlecht wäre und da gibt es ja viele spannende Videos in der Richtung, die ich auch sehr gerne gucke. Aber es gibt schon Videos, wo Leute den Westweg wandern. Was es nicht gibt, ist, ich wandere den Westweg und erkläre unterwegs den Schwarzwald. Ja, so zumindest grobes Konzept. Ob das sowas wird, weiß ich nicht. Ich kann ja auch alles nur einmal filmen, weil ich muss ja weiter und da ist dann nichts mit irgendwelchem zweiten Versuch oder so. Ich habe auch keine Gelegenheit, unterwegs irgendwas nachzulesen. Muss mich also wissenstechnisch auf das verlassen, was sich im Hut befindet. Und ja, das ist so die Konzeption der Tour. Ich vermute mal, da wird einiges an Bildmaterial zusammenkommen. Und demzufolge werdet ihr die nächsten Wochen nur mit diversen Episoden von meiner kleinen Tour da gequält werden. Aber ich versuche das wirklich, deshalb ja, versuche ich das eben so als universelles Wandern gehen plus Wald erklären Video zu machen, damit die Leute, die es lieber haben, wenn ich irgendwie die Natur erkläre, auf ihre Kosten kommen und die Leute, die mehr so kurzweiligen Spaßkrempel interessanter finden oder mehr so in die angewandte Bushcraft, Wander, Trekking und was auch immer Richtung gehen wollen. Ja, so. Und zu jedem zu jeder Wanderung gehört ein, ich packe meinen Rucksack-Video. Allerdings habe ich den Rucksack schon gepackt, weil ich mal gucken wollte, kriege ich da alles rein und so weiter. Und was nehme ich mit? Deswegen gibt es ein innovatives, ich packe meinen Rucksack aus und zeige euch, was drin ist, Video. Wahnsinn, ne? Und dazu muss ich gleich mal sagen, ich habe gedacht, ich mache diesmal was anderes. Normalerweise habe ich eigentlich immer meinen Trekking-Rucksack dabei, sobald ich 2 bis 3 Tage unterwegs bin. Für eine Übernachtung, da habe ich schon immer meistens so einen kleinen Rucksack dabei. Aber für mehrere Übernachtungen normalerweise wirklich gleich den Trekking-Rucksack. Da ich aber diesmal beschlossen habe, ich will mich mal aufs absolutes Minimum reduzieren und nur mitnehmen, was in meinen kleinen Standard-Rucksack hier reinpasst, der nur 25 Liter auf dem Papier hat. Lass es ein paar mehr sein, aber nee, das sind gar nicht viel mehr. Ich glaube, 25 kommt wirklich ganz gut hin. Möglicherweise hat er auch 30, irgend sowas da dazwischen. Jedenfalls versuche ich, mit dem Ding auszukommen. Habe jetzt aber beim Testlauf, den ich gerade absolviert habe, festgestellt, dass das doch arg schwer wird, was dann an den Schultern hängt. Der hat ja keinen Brustgurt, mit dem man irgendwie Gewicht auf die Hüfte übertragen könnte. Und bei Gewichten jenseits der 8 bis 10 Kilo ist so ein Hüftgurt, das ist das Wort, das ich suche, schon eigentlich erforderlich, ohne dass es ungemütlich wird. So, jetzt will ich aber trotzdem keinen anderen Rucksack mitnehmen, weil ich habe entweder den hier oder dann halt schon gleich riesige Rucksäcke. Ich habe halt nichts dazwischen, beziehungsweise hatte da mal einen, aber der hat den Geist aufgegeben.
Und demzufolge werde ich mir noch in irgendeiner Form irgendeine lustige alternative Tragevorrichtung für die Hüfte ausdenken. Ich bin da noch ein bisschen am mit mir selbst hadern, inwiefern ich meine Mitmenschen erschrecken darf, wenn ich mit einem Koppeltragegeschirr rumrenne, also das Bundeswehr-Koppeltragesystem. Ich habe da so ein paar Ideen. Allerdings werde ich dann ein bisschen mit Flecktarn rumrennen müssen, was ich normalerweise nicht tue. Aber, ja, ich glaube, die Ausnahme mache ich mal. Schauen wir mal. So ist jedenfalls so die grobe Überlegung. Und das hier, so wie ihr es jetzt hier seht, wiegt circa 10,5 Kilo. Genauer ist meine Waage nicht. Allerdings müsste ich normalerweise noch mehr Wasser mitnehmen und wäre dann bei ja, so um die 12 Kilo an Gesamtgewicht. Und wie gesagt, das allein auf dem Rücken, das kann man schon mal tragen, aber über einen ganzen Tag und dann noch mehrere Tage, gut, dann wird es irgendwann leichter, aber ja, viel Wasser muss ich halt mitnehmen, weil ich nicht genau weiß, wo ich welches finde und man kann ja auch nicht aus jeder x-beliebigen Pfütze sein Wasser schlürfen in Deutschland und deswegen ist das ein bisschen ein Problem und bei den aktuellen Temperaturen saufe ich am Tag locker 5 Liter. Gut, aber das war es jetzt zur Theorie und jetzt werde ich mal euch zeigen, was sich hier drin befindet. Dazu muss ich erstmal kurz mich irgendwie anders hinhocken. So, natürlich habe ich auch ein Stativ und eine Kamera dabei. Die kann ich euch aber logischerweise nicht zeigen, weil beides wird gerade verwendet. So, dala. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier Schönes haben. Erstens mal eine Flasche Spiritus, die ich noch irgendwie gescheiter verstauen muss. Mir ist nur eingefallen, ich habe sie vergessen, also habe ich sie halt mal oben drauf gelegt auf den Rucksack. Hatte auch überlegt, ob ich einfach nur mit der Bushbox arbeite und mir die Mitnahme von irgendwelchen zusätzlichen Brennmaterial spare. Vielleicht mache ich das noch, aber das ist halt schon unkomfortabel, wenn man wegen jedem bisschen heißem Wasser gleich extra anfangen muss, nennenswert Holz zu sammeln. Aber ist ja auch Wanderung und nicht Kinderfasching. Also ich bin noch ein bisschen am Hadern mit mir selbst. Das hier ist eine Jacke, die zeige ich euch irgendwann mal unterwegs. Die ist neu und naja, normalerweise bin ich ja ein Vertreter, dass billige Ausrüstung ganz gut reicht. Das Ding ist nicht ganz, nein, nicht wirklich, nein. Aber die habe ich mir quasi schon mal präventiv für meine nächste Skandinavien-Tour besorgt. Und wenn man da alleine im Hochgebirge unterwegs ist, dann ist da eine Jacke der Kategorie, nein, nicht ganz billig, beziehungsweise so ziemlich das Beste, was es überhaupt gibt. Ganz sinnvoll. Und ich will die mal ausprobieren, deshalb ist er jetzt dabei. Ist absolut nicht notwendig für den Schwarzwald, eine 400-Euro-Jacke mitzuschleppen, aber naja. So, was zu trinken, das wird im Lauf der Tour dann auch in meinem Fall tatsächlich irgendwann Wasser sein. Dann habe ich dabei eine Faltschüssel bzw. ein faltbares Waschbecken, das ist dafür da, dass ich schon gedenke, mich unterwegs zu waschen. Und das Problem ist, in irgendetwas muss man sich waschen, denn direkt im Bach waschen, wenn man mit Seife oder zumindest irgendeiner Form von Seife hantiert, ist halt schlecht für den Bach und das will ich der Natur nicht antun. Und deshalb ist das halt was, man braucht es nicht unbedingt, aber wenn man naturverträglich unterwegs sein will, dann braucht man es irgendwo schon. Wenn man eine größere Tour als Gruppe macht, dann kann man auch den Topf nehmen und sich da drin waschen, weil man dann vermutlich einen etwas größeren Topf hat. Aber da ich das nicht habe, habe ich halt so eine Faltschüssel inklusive einem ollen Outdoor-Handtuch aus Spüllappenmaterial. Inzwischen gibt es da besseres auf dem Markt, aber tut's noch. Und einem Waschlappen, weil man sich dann auch mit relativ wenig Wasser ganz gut abwische kann. Also normalerweise bin ich ja kein Freund von Waschlappen, aber auf Tour sind diese Dinger eigentlich noch richtig praktisch. Also es ist so ein ganz stinknormaler, uralt Waschlappen, wie ihn Oma auch noch zu Hause rumfliegen hat. Jo, Schüssel. Jetzt nehme ich mal spaßeshalber die Isomatte raus, weil dann kann ich mich da gemütlich drauf hocken und euch den Rest in einer für mich bequemeren Position darbieten. Das ist die Standard Bundeswehr-Mehrzweckunterlage, also auch Isomatte genannt. Das Ding ist schweinedünn, aber es ist ja auch schweinewarm. Und wenn ich doch mal irgendwie mehr Isolation oder mehr Komfort brauche, dann werde ich mir da halt eben entsprechend eine Ladung fahren, ein paar Fichtenzweige, ein paar Tannenzweige oder was halt gerade, oder Laub,
was halt gerade an Isolationsmaterial da ist, drunter legen. So, und weiter geht's. Ein Deppenzepter. Wozu das Glas da ist, sollte klar sein. Das ist natürlich halt eben zum Kamera dran schrauben und ausziehen und dann kann man sich halt eben besser filmen. Sieht nach wie vor bescheuert aus, aber seit ich dieses Ding benutze, sind meine Bilder erheblich weniger verwackelt, als bevor ich dieses Ding verwendet habe. Übrigens, irgendwann kaufe ich mir auch meine Kamera mit Bildstabilisator. Irgendwann. Ich würde sagen, wenn ich mit YouTube genug Geld eingenommen habe, aber das tue ich ja nicht. So, eine Packung Kekse zum Knabbern für unterwegs. Dann Frühstückabteilung besteht ja üblicherweise bei mir, gerade eben wenn es auf jedes Gramm ankommt und ich möglichst wenig Zeug mitnehmen möchte, aus Energy 5. Das sind diese Dinger hier. Habt ihr bestimmt jetzt schon ein paar Mal in meinen Videos gesehen. Davon habe ich jetzt mal vor 3 Tagen dabei. Wenn ich noch einen 4. Tag unterwegs bin, dann gibt es halt einen hungrigen Tag. Und F100 Compri, also so Milchpulverriegel. Allerdings habe ich davon nur noch 2, wenn ich den 2. finde. Da ist er. Und, oh, ja, ich habe doch noch 2 weitere Energy 5 Dinger dabei. Deswegen habe ich mir noch ein Beutelchen Milchpulver zurechtgerichtet. Das kann man ja auch alternativ eben als Milchpulver verwenden und muss nicht zwingend einen Milchpulverriegel dabei haben. Die Riegel sind aber meiner Meinung nach schon praktischer. Wobei mir gerade einfällt, besagten Milchpulverbeutel habe ich daheim auf dem Küchentisch liegen. Naja, ich will ja auch jetzt nicht sofort loslaufen, aber zumindest so grob, was ich so dabei habe. Dann ein Spork, der Standard Light My Fire Titan Spork. Vielen Dank an den Ingo übrigens an dieser Stelle. Mittagessen besteht aus, ich stehe total auf diese Knickknacks oder wie auch immer die heißen, Erdnussdinger im Knuspermantel. Die gibt es in den Geschmacksrichtungen Cheese and Onion, Barbecue und Original oder wie die dann auch immer heißen. Ja, und das ist, da stehe ich halt echt drauf. Habe ich halt nur 3 Mittagessen. Wie gesagt, wenn es weg ist, wird gehungert. Selbstverständlich habe ich meine üblichen Titanbecher, in dem ich auch meinen Trangia aufbewahre und in dem jetzt noch ein Haufen Platz ist, wo ich eigentlich noch irgendwie sinnvollerweise ein paar Socken, meine Socken passen da nicht mehr rein, eine Unterhose vielleicht noch reinstopfen könnte. Dann hätte ich allerdings eine zusätzliche Unterhose, die ich gar nicht unbedingt brauche. Ich habe nämlich schon eine dabei. Na egal. Das hier dient der Glukoseversorgung während des Wanderns. Wenn man sich nämlich so einen Beutel völlig widerliches, im Prinzip Zitronenaroma mit ganz viel Zucker, auf 1,5 Liter, also in halt eine große Flasche reinkippt, dann kriegt man ein gerade noch so trinkbar, ohne dass es richtig widerlich wird, Zuckerwasser, das einen halt wunderbar mit schnell verfügbarer Energie während des Laufens versorgt und den Blutzuckerspiegel immer schön oben hält. Braucht man nicht zwingend, aber gerade wenn es heiß ist, habe ich ohnehin schon mit Kreislaufproblemen ein kleines bisschen zu kämpfen. Und da will ich nicht noch zusätzlich irgendwelche Probleme mit dem Blutzuckerspiegel kriegen. Das ist so der Hintergrund. Ob es unbedingt notwendig ist, wie gesagt, das weiß ich nicht. Ist eh wahrscheinlich relativ schnell gesoffen und dann weg und dann hat sich das eh erledigt. Gut, Erste-Hilfe-Materialien. Dann, das hier ist ein halbiertes Stück Kernseife. Ich verwende üblicherweise richtige Outdoor-Seife aus dem Fachhandel, also dann so Flüssigseife. Die ist mit Sicherheit praktischer, aber ich möchte einfach gerne mal ausprobieren, ob man dann auch mit einem halbierten Stück Kernseife einigermaßen zurechtkommt, ob man damit auch ein bisschen Geschirr spülen kann, eventuell seine Klamotten waschen. Also das habe ich auch auf jeden Fall fest vor, dass ich das mal ausprobiere. Ich könnte mir vorstellen, dass das schon weniger gut funktioniert als mit richtiger Flüssig-Outdoor-Seife. Aber Kernseife kostet quasi nichts und da ich schon eine überteuerte Jacke habe, irgendwo muss ich ja sparen. Und ich will es halt einfach mal ausprobieren. Ah ja, auch so, Kernseife ist übrigens auch ziemlich gut biologisch abbaubar. Man sollte es aber auch trotzdem nicht direkt im Gewässer verwenden, weshalb ja auch irgendwo, wo ist das Waschbecken? Wo ist das Waschbecken? Hier ist das Waschbecken. Weshalb ich eben halt dieses Ding dann auch noch dabei habe. Habe ich ja eben schon gesagt. Das gilt übrigens auch für jede x-beliebige andere Outdoor-Seife inklusive stinknormale Zahnpasta. Sollte man alles nicht direkt ins Wasser rein spucken, kippen oder so und so weiter. Immer schön in den Boden und aus einer entsprechenden Schüssel Wasser verwenden.
wenn man idealerweise naturschutzfreundlich unterwegs sein möchte. Ich bin auch am Überlegen, ob ich einen Titantopf und eine Titantasse brauche. Für die paar Kochvorhaben, die ich vorhabe, würde mir eigentlich die Tasse allein schon fast reichen. Aber ich fühle mich so unwohl, wenn ich meinen Töpflein nicht dabei habe. Der dient auch gleichzeitig übrigens als Gefäß für die paar Wechselklamotten, die ich dabei habe. Achso, ich laufe ansonsten mit dem, was ich anhabe, plus noch ein anderes T-Shirt, das ihr jetzt gerade nicht seht, weil ich es dann erst anziehen werde. Das hier ist ein Merino-T-Shirt, bei diesen Temperaturen sehr, 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 sehr hilfreich. Eigentlich sind mir die Teile zu teuer, aber das habe ich mal geschenkt bekommen. Und mir würde ein normales Kunstfaser reichen. Und das hier ist eine Unterhose, oh Schreck. Frauen haben es da ja echt leichter, wenn sie mit Tanga rumrennen. Da gibt es erstaunlich viele, habe ich inzwischen die Erfahrung gemacht. Gut, Schemek, Universaltüchlein dient mir erstens als Kopfbedeckung in der Nacht, zweitens ein bisschen als Mückenschutz, drittens, wenn ich irgendwie unterwegs irgendwas finde, was ich einsammeln möchte, kann ich es da drin einwickeln. Birkenrinde, Kienspan, Harz, gut, Harz darin einwickeln, dann ist es kaputt, beziehungsweise verklebt. Aber ja, was auch immer, ein paar Walderdbeeren, irgendwie sonst was, was es zu essen gibt. Vielleicht sind sogar schon ein paar Heidelbeeren reif ganz oben. Ja, wobei, das glaube ich nicht, aber man wird ja wohl noch träumen dürfen. Das ist ein Mückenkopfnetz, da bin ich aus Erfahrung klug geworden. Ich habe eigentlich auf jeder Tour, die im Sommer in Gebieten stattfindet, in denen es Mücken geben könnte, so ein Ding dabei, und da ich an diversen Hochmooren vorbeikomme, wird es da garantiert Mücken geben, und da ich total auf Moore stehe, wäre es ganz nett, in der Nähe eines solchen auch mal zu campieren. Spätestens dann werde ich das Netz brauchen und vielleicht auch noch zu anderen Zwecken, aber das Ding wiegt quasi nichts. Ich glaube 16 Gramm oder was hat es mal geheißen. Eine Zahnbürste. Ich bin noch am Überlegen, ob ich mir nicht lieber noch den Griff absäge. Das ist so ein Spleen von mir. Griffe von Zahnbürsten absägen, um 3 Gramm Gewicht zu sparen. Eine Schnur, davon habe ich noch diverse andere im Rucksack, die muss ich euch nicht alle zeigen. Hier so eine kleine Zahnpasta. Könnte man natürlich noch was noch Kleineres mitnehmen, aber zu optimal ist auch nichts. Dann habe ich geschenkt bekommen von Track and Eat, das wird vielen von euch ja ein Begriff sein, Orangentee-Granulat. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob man das kalt oder heiß trinken soll. Oh, ja, da steht's. Inhalt in 200 ml kaltes oder heißes Wasser einrühren. Darf man sich also aussuchen. Keine Ahnung, ob das schmeckt. Brauchen tut man das nicht. Wie gesagt, ich habe es geschenkt bekommen und ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und ich habe jeweils 2-mal Orange und 2-mal Zitrone. Und da ich das daheim nicht einfach so verwenden möchte, ist das doch eine gute Gelegenheit, das auf Natur mal rauszuhauen. Ich vermute mal, dass das so ähnlich schmeckt wie Krümeltee, nur ohne die Krümel. Dann Hauptmahlzeiten. Natürlich, wenn man wenig Gepäck dabei haben möchte und schön leicht unterwegs sein will, bietet sich halt dann schon richtiges Expeditionsfutter bzw. solche Trekking-Mahlzeiten an. Da habe ich einmal Kartoffeltopf mit Röstzwiebeln. Ist so ziemlich mein Lieblingsessen von all diesen Trekking-Gerichten. Da stehe ich total drauf. Sahnenudeln mit Hühnchen und Spinat sind auch sehr gut. Hatte ich mal in Norwegen relativ viele davon im Einsatz, weil ich da noch nicht wusste, wie toll Kartoffeleintopf mit Röstzwiebeln ist. Und dann habe ich noch Jägertopf mit Rindfleisch und Nudeln Försterin. Mhm. Försterinnen kann ich nur empfehlen. So, ein paar Heringe. Ich habe auch keinen Bock, mir jeden Abend welche zu schnitzen. Andererseits, da das Ganze schon ein bisschen schwer ist, vielleicht komme ich noch auf die Idee, nur 2 Heringe oder was mitzunehmen und den Rest zu schnitzen. Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Das sind, glaube ich, so ohnehin einer zu viel. Gebranntes Kind scheut das Feuer. Ich habe im Laufe meines Lebens schon oft Heringe während der Tour verloren. Und deswegen habe ich inzwischen ganz gerne 1 oder 2 Ersatzheringe dabei. Ordnung halten und ich, das ist immer so ein bisschen... Das hier ist, weil ich kaputte Knie habe, ein ständiger Begleiter bei jeder längeren Unternehmung. Das ist eine Diclofenac-Salbe, in diesem Fall von Voltaren. Ist aber völlig scheißegal, meiner Meinung nach, was für eine man da nimmt. Das ist halt das, was in der Apotheke gerade zu haben war. Diclofenac ist entzündungshemmend und ein bisschen schmerzstillend. Um Letzteres geht es mir nicht, sondern es geht mir halt wirklich nur um die entzündungshemmende Wirkung, denn meine Knie sind chronisch kaputt und da hilft eine Entzündung halt irgendwo nicht mehr. Generell bin ich ja der Meinung, dass man, wenn der Körper irgendwo eine Entzündungsreaktion zeigt, diese nicht unbedingt gleich immer irgendwie mit irgendwelchen Medikamenten zuprügeln und wegprügeln sollte, weil die hat ja schon einen entsprechenden Sinn, diese Entzündung.
Entzündungsreaktion. Wenn man hingegen generell kaputte Knie hat, wird das halt einfach nicht mehr besser, auch wenn die noch so entzündet sind. Und ja, deswegen, solange es nicht wehtut, kann ich weiterlaufen. Irgendwann brauche ich dann mal neue Kniescheiben. Hoffentlich noch ein paar Jahre hin. Ja, dann meine Neuerwerbung. Der Carinthia Tropen. Den kennt ihr bestimmt, mindestens aus YouTube, schon in diversen Videos gesehen. Ich bin begeistert, wie klein verpackbar dieses Teil ist, dass ich jetzt endlich auch mal einen Schlafsack habe, der A, ein Sommerschlafsack ist. Ich habe bisher noch nie einen Sommerschlafsack besessen. Und B, der auch in meinen kleinen Standard-Waldrucksack so reinpasst, dass man da auch noch andere Dinge reintun kann. Weil ich bin es halt gewöhnt, sobald man einen Schlafsack mitnimmt, in diesem Rucksack, kann man nichts anderes mehr mitnehmen, weil der ist dann voll. Ja. Und der ist jetzt natürlich in einem komprimierten Zustand. Hat natürlich nachher die ganze Arbeit, wenn ich den jetzt auseinanderfriemel, dass ich ihn dann wieder zusammenfriemeln muss. Aber für euch tue ich das sogar und zeige euch das Ding mal im nicht komprimierten Zustand. Ach, was bin ich fleißig. Ja, da noch ein bisschen, hier noch ein bisschen. Ich bin übrigens gespannt, wann es anfängt zu gewittern. Sieht nämlich so aus, als ob es das eventuell demnächst tun könnte. Ja, und so sieht er dann nicht komprimiert aus, ist dann auch nicht besonders riesig und man kriegt ihn halt schon nochmal schon ein ganzes Stückchen weiter zusammengedrückt. Wiegt, glaube ich, 1,1 oder 1,2 Kilo. Das ist ganz in Ordnung. Da gibt es allerdings leichtere. Dafür hat er auch eine Komfort-Limit-Temperatur von 5 Grad. Das reicht mir in jedem Fall ganz, 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 ganz dicke. Da brauche ich mir keine weiteren Sorgen machen. Für einen Sommer- bis 3 Jahreszeiten-Schlafsack ist das ja auf jeden Fall ein ganz guter Wert. Es kurieren verschiedene Gerüchte, inwieweit man mit dem Ding jetzt eigentlich quasi fast das ganze Jahr über draußen übernachten kann, wenn man noch eine dicke Jacke anzieht und so weiter. Kann ich nicht sagen, muss ich ja erst ausprobieren, habe ich ja erst seit ein paar Tagen, habe noch keine einzige Nacht drin gepennt. Dafür ist die Tour halt eben auch da, um das mal zu testen. Und da bin ich jetzt zu faul zum Rausnehmen. Ich habe hier hinten in dem Fach, in das normalerweise die Isomatte, auf der ich ja bereits sitze, gehört auch einfach noch eine stinknormale Baumarktplane, das leichte Modell aus dem dünneren Stoff. Jetzt fragt mich nicht, wie der jetzt genau heißt. Modell Tombaumarkt. Ich differenziere ja bei Baumarktplan nach dem Baumarkt, aus dem sie gekauft ist. Modell Bauhaus ist zwar super, super ultra robust, aber noch mal eine ganze Ecke schwerer und ein bisschen größer im Packmaß als Modell Tonbaumarkt. Ja, und Tatsache ist, da ist sonst nicht mehr viel drin. Gar nichts mehr eigentlich. Und ich bin selber überrascht, wie wenig Zeug ich mitgenommen habe. Wer jetzt noch so Dinge wie Firesteel, Taschenmesser und so ein Krempel vermisst. Ich habe mir hier für diesen Zweck noch ein kleines Gürteltäschchen mitgenommen. Da ist Firesteel, Taschen, ja, also Stirnlampe plus Ersatzbatterien drin. Muss ich euch jetzt nicht extra großartig zeigen, kennt ihr alle schon. Beziehungsweise gibt es von anderen Leuten bessere Videos zu, als ich jemals machen könnte. Und alles Weitere ist ohnehin in der Hosentasche. Dann habe ich noch eine Wanderkarte, die habe ich jetzt auch nicht dabei. Die werde ich auch in der Hosentasche transportieren. Und ja, so ein bisschen Feintuning ergibt sich sicherlich noch in den nächsten Tagen, dass ich mir noch ein bisschen genauer überlege, wie ich das jetzt alles exakt machen möchte. Und ich habe ja schon gesagt, ich werde wahrscheinlich ein bisschen was an den Gürtel bzw. an einen Hüftgurt auslagern. Ich habe... ich sag's euch nicht. Ihr werdet es dann ja schon sehen. Ja, und dann kann ich jetzt eigentlich mehr oder weniger alles wieder zusammenräumen und auf einen kleinen Umweg nach Hause marschieren, um mal zu testen, noch ein bisschen Rucksack tragen zu üben. Ja, dann sehen wir uns als nächstes auf der Tour, beziehungsweise ich sehe meine Kamera als nächstes auf der Tour, nicht euch, streng genommen. Macht's gut!